Hallo Leute, ich bin Sir Dominik und ich begrüße euch zur 19. Folge der TSG 1899 Aufnahmekarriere. Ja, Jungs, heute Folge 19, vielleicht hört ihr es ja schon, ich habe ein neues Mikrofon, also was ist ein neues Mikrofon, ich habe ein neues Headset. Habe ich mir dieses Gaming-Headset gekauft, vielleicht hört man es ein bisschen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt den Sound so besser findet oder ob das alte besser war. Heute geht's richtig los mit drei Spielen, und zwar wenn wir jetzt in Leverkusen spielen, dann spielen wir daheim gegen Dortmund und dann nochmal in, ne, daheim gegen Schachtel Donetsk im Pokal. Und ja, ich guck nochmal und es ist genau daheim gegen Schachtel Donetsk, da müssen wir einfach Gas geben und schauen, wenn wir gegen Inter Mailand 1-3 gewonnen in der letzten Folge. Und ja, da würde ich sagen, start mit dem Team rein in das Spiel gegen Leverkusen, wir sehen uns gleich. Hallo Leute und ich begrüße euch hier in der Bayer Arena zum Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen die TSG aus Hoffenheim an Spieltag 7. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Spiel rein, wir gehen auf Defensiv und lassen Leverkusen erstmal kommen. Amiri... Oh, da folgt er ihn und das ist 1-0 Leverkusen. Und Nadir Amiri mit seinem 7. Tor und somit liegen wir zurück. Und da ist Diaby, 2-0. Ich komme nicht in die Zweikämpfe rein. Zweites Tor von Diaby, Jungs, ich komme einfach nicht in die Zweikämpfe rein, ich verstehe nicht, was los ist. Komm, läuft durch, Gödesch, Gödesch ist durch, komm. Ja, 2-1. Mann, es darf aber echt nicht wahr sein, ey. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, 30. Minute, 2-1, Jungs, komm, wir schaffen es noch. Wir schaffen das noch. Ah, müssen gucken. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, der geht auch schon wieder nicht rein, aber wie schnell Tapsoba da noch war. Fünftes Tor, Gödesch, auf geht's, Jungs. Wir schaffen das. Und ich komme auch nicht mal in diese Fouls rein. Oh nein, 3-1, Mann! Jungs, ich verstehe aber halt auch nicht, ob es irgendeinen Spieler gibt, also irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der mehr Pech hat wie ich. Wir fälschen doch den Ball so gut ab und dann geht er trotzdem noch rein. Na, Halbzeit, Mann, ey. Das darf nicht wahr sein, Jungs. Ich komme da auch gar nicht in die Zweikämpfe rein, sowas nervt mich. Und dann seht ihr, ich bin in den Zweikämpfen und dann wird es da auch nichts draus. Und da ist Lacazette, der kriegt aber den Ball auch nicht. Ja, und es war kein Abseits, 3-2, Samaseku. Oh Mann, ey, Jungs, auf geht's, kommt. Nochmal Gas geben, wir schaffen das. Oh, dass der jetzt auch noch reingeht. Kommt, Jungs, Samaseku, 2-1, 3-2 nur noch. Da ist doch alles offen, komm, Gödesch. Ja, 3-3! Wir schießen in der letzten Sekunde noch das 3-3 und holen noch zumindest einen Punkt wahrscheinlich. Oh mein Gott, danke, dass man jetzt einen Ball mal reinmacht. Und wer war es? Idrissa Gueye natürlich. Mein Gott, endlich. Das war aber auch verdient. So, komm, Schiri, fahr jetzt ab. Ja, mein Gott. Oh, war das verdient. Ja, zumindest einen Punkt entführen wir noch. Ist immerhin irgendwas. Besser wie gar nichts. So, da sind wir dann. 3-3. Hoffenheim ist bislang in der Bundesliga ohne Liga. Stimmt gar nicht. Wir dürfen sich darauf konzentrieren, ist ganz einfach.
Sie können in den letzten 5 Minuten noch den Ausgleich machen. Glück gehört zum Fußball. Das war Glück, aber wir hätten es haben es eigentlich verdient. Ja, zwei sehr gute Abwehrweine war es nicht. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen, so, ja. Aber ist alles gut, ist besser wie eine Niederlage. Dass wir doch 3-3 geschossen haben, ist auch wichtig. Sonst wären wir jetzt da wirklich nicht gut dran hinten dran gewesen. Aber wir sind immer 3 Punkte hinter den Ganzen da vorne und 4 Punkte dann hinter Leverkusen und Dortmund. Aber das soll noch klappen. Ja gut, Bayern ist ja wieder so weit vorne weg. Da müssen wir gucken, ob wir da noch irgendwie rankommen. Aber die Saison läuft schon mal nicht so gut wie die letzte. Die letzte hat viel besser angefangen. Ja, ich weiß nicht. Das Team ist ja 1000 Mal besser wie das andere. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So, jetzt kommt Dortmund. Das wird auch interessant. Aber da müssen wir einfach gewinnen. Ich würde sagen, wir sind jetzt im Spiel drin. Bevor wir noch ins Spiel reingehen, muss ich mal gucken, ob Bayern, also gucke ich nochmal Bayern, was sie gespielt haben. Bayern hat nicht gespielt, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann drin im Spiel wieder. Hallo Leute, und ich begrüße euch zum 8. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Und zwar trifft der Preseason Arena die TSG aus Hoffenheim gegen den BVB aus Dortmund. Wir gehen auch sehr defensiv, weil die haben eine richtig gute Mannschaft. Und ich würde sagen, auf ein gutes Spiel. Und, geht es 1-0! Und in der 5. Spielminute erzielt Gonzalo G. das 1-0. Ich hab's nicht mal kommentiert, weil ich es nicht mehr kommentieren. Also, ich konnte nicht mehr so schnell kommentieren. Samaseku. Guedes verliert nicht den Ball. Alex Tejes, das alles auf. Alex Tejes, 2-0 Hoffenheim! Und Alex Tejes erzielt das 2-0 der 13. Spielminute. Jungs, ich weiß, ich bin zwar Dortmund-Fan, aber wenn ich gegen Dortmund spiele, muss ich mich da halt freuen. Wir führen 2-0. Oh, da ist Anthony Martial, der ist schnell wie Sau. Aber Zakadou, der Brecher, kann sich den Ball nicht holen. Sancho, was macht Baumann? Okay. Ja, war ein bisschen komisch von Baumann, aber den hätten wir auch eigentlich heben können. Und das meine ich, jetzt steht es 2-1. Jetzt brauchen die nur ein blödes Tor und dann steht es wieder 2-2. Oh, da kommen sie mit Hazard jetzt. Nicht vor der Pause. Nein, nicht vor der Pause. Und das meine ich. Mann. Da kommen sie zweimal nach vorne und schießen zweimal das Tor. Ey, das ist genau das, was ich meine. So, jetzt, was bringt uns jetzt der 2-0 Vorsprung? Gar nichts. Es war mir so klar, dass es noch passieren muss, natürlich. Ey, das darf nicht wahr sein. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das bringt uns gar nichts jetzt. Was bringt uns jetzt das Tor, die 2 Tore? Oh Mann, ey. Die sind so bockstark, die Dortmunder. Auch diese Spieler. Aber wie dann auch die wieder durchkommen. Da hätten wir beide Tore eigentlich vermeiden können. Und das Lacazette 3-2. Nee, geh.
Und Idris Sagay erzielt das sechste Saisontor für ihn und damit führen wir 3-2. Jungs, jetzt kommt die Fünferkette, ist mir so egal. Jetzt kommt die Fünferkette und zwar machen wir, ich will das Mittelfeld bei der Fünferkette auch gut. Ja, wir machen das 5-4-1, glaube ich. Das 5-4-1, da kommt Lacazette ganz nach vorne, Gay Dash nach links, haben wir Seku. Nkunku wird erstmal rausgepackt für Geiger, ne, für Diogo Leines. Und dann werde ich nochmal Gay rauspacken für... gute Frage. Für, kann einer von den Innenverteidiger spielen? Natürlich nicht. Warum sollte auch einer von den Innenverteidiger spielen können? Ja, da packe ich aber Post nochmal für Gay rein. Dann haben wir hier die Fünferkette. Und ja, da würde ich sagen, dann machen wir genauso weiter, Jungs. Und die Fünferkette, die wird es bleiben. Und mit der Fünferkette schaffen wir es dann. So, auf geht's. So, ich gehe jetzt auf sehr defensiv. Die Fünferkette ist nicht mehr drin. Warum ist sie jetzt nicht mehr drin? Muss ich halt nochmal einstellen. 5-4-1, zack. Und sind alle auf ihrer guten Position, genau. Und dann passt es. So. Jawohl, jetzt ist er drin. Und damit führen wir 3-2. Idris Agey. Diogo Leines, komm weg. Jawohl, Pepe. Kano, du bist doch schnell. Jawohl, er kommt durch gegen Rüdiger. Aber man darf nicht vergessen, Rüdiger, wie man merkt, ist jetzt auch gerade nicht der Langsamste. Diogo Leines, 4-2! Und in der 68. Spielminute erzielt Diogo Leines das 4-2, Jungs. Und jetzt, also wie gesagt, wieder 2 Tore Vorsprung, aber nicht zu überheblich werden, ne? Martial, oh, da wird er umgesetzt. Das gibt auch Geld wahrscheinlich. Ne, Rot gibt's für Samaseku. Aber das ist doch keine Rot, meine Freunde. Baumann, jawohl. Reus, ah, wird er nochmal gefault. Es gibt die zweite Rote. Was? Und ich spiele das nächste gegen die Bayern und schieße 4-3. Ey, was ist denn das? Das ist da doch auch keine Rot. Ja, 4-3, ey, Jungs, bitte nicht. Einfach nur weghalten von unserem Tor. Pfeife ab, Schiri. Ja! Oh, wir gewinnen 4-3 gegen Dortmund mit 2 rote Karten. Also egal, was jetzt gegen Schachtel Donetsk passiert, meiner Meinung nach ist das die beste Karrieremodus-Folge, die ich jemals gebracht habe. Aber 2 rote Bayern gewinnt schon wieder 2-0 gegen Schalke. Ey, wie soll man die noch schlagen? Aber es war die geilste Folge, die ich jemals gespielt habe. Oh mein Gott. Aber 2 rote Karten, wie soll ich das kompensieren gegen Bayern? Sag mal, Seegott, ich höre eine Sperre ein. Wie fühlt sich auf die Ausstellung aus? Wir haben Optionen, ja. Groß gesagt. Ist bislang in der Bundesliga ohne. Ich gucke das mal wirklich. Das kann nicht sein, dass wir ohne Niederlage sind. Das stimmt nicht. Sie haben gewonnen, aber Borussia Dortmund muss nochmal reinkommen. Wir müssen uns nicht verbessern. War gelogen, aber ja. Lieber sowas sagen wie gar nichts. Oh Mann, jetzt kommt Champions League. Oh nö. 2 Spieler sind gesperrt. Upamecano und Samaseku. Es war nur ein Spiel oder ich glaube einer 2 Spiele gehabt, egal. Oh, das darf nicht wahr sein. Aber Jungs, das schaffen wir. Das können wir schon irgendwie noch kompensieren. So, jetzt drehen wir hier unsere Jungs und dann können wir mal schauen. Simulieren wir weiter. Schachtel Donetsk. Alle haben 3 Punkte. Danach gegen Bayern. Super. Also hoffentlich sind sie im Spiel für der hier gesperrt. Nein, sie sind in der Bundesliga natürlich gesperrt. Ist ja klar. Wer ist dieser Trichel? Drachtachel oder wie der heißt? Okay, Richarlison, natürlich ist der bei Bayern, bei Dortmund und was auch sonst. Okay, würde ich sagen, starten wir jetzt auch nochmal in das Spiel gegen Shakhtar Donetsk. Und genau so rein würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Spiel drin. Hallo Leute, ich begrüße euch zum 3. Spieltag der laufenden Champions League-Saison. Und zwar trifft die TSG aus Hoffenheim in der Rhein-Neckar Arena, sie heißt der Appreciator Arena, gegen Shakhtar Donetsk. Und ja... Ich gehe auf Defensiv und dann schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Und ja, auf ein gutes Spiel. Lacazette. Oh, Lacazette kommt da durch. Lacazette kommt auch hier durch. Nicolas Pepe, 1-0 Hoffenheim. We'll be right back.
Und in der achten Spielminute erzielt Nicolas Pepe das 1:0 für uns, Jungs. Okay, es ist wie gesagt nichts. Man hat es gegen Leverkusen und gegen Dortmund gesehen, vor allem gegen Dortmund. Und deswegen müssen wir jetzt aufpassen. Und auch gegen Porto in der Champions League im ersten Spieltag hat man es gesehen, dass es nichts heißt, 1:0. Zu Nicolas Pepe. Der weiter zu Christopher Nkunku, wieder Pepe, Samaseku, 2:0 Hoffenheim. Und in der 28. Spielminute erzielt Diadie Samaseku das 2:0 für uns. Das heißt aber immer noch nichts, denn ja, bei Dortmund hat man gesehen, man kann es aufholen. Lässt schön Christoph hier stehen. Gedesch auf dem Weg. Da ist Gay und da ist das 3:0. Und da erzielt Gay das 3:0. Der stoppt nochmal ab, spielt hoch, aber das wird nix. Und somit pfeift der Schiri ab und wir führen 3:0. Und würde ich sagen, gehen wir dann direkt in die zweite Halbzeit rein und versuchen, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr auszubauen. Was mit Porto? Porto liegt 1:0 zurück gegen Inter Mailand. Vielleicht spielen sie noch unentschieden, das wäre dann richtig gut, dann wären wir im Erster. Aber jetzt sind wir auch Erster, weil wir gegen Inter Mailand das direkte Vergleich sozusagen bis jetzt gewonnen haben. Deswegen wären wir so oder so Erster. Maljelchef, Moresch und da ist Upamecano, der den Ball wieder verliert und da ist es 3:1. Oh. Jungs, so schnell geht's, sag ich doch. Du passt nicht auf oder kriegst das Tor, aber das war auch so lächerlich. Also Baumann mittlerweile ist auch nicht mehr der Stärkste. Ah, das ist der Ball hat der ist ins Tor gekullert. Weiter zu Nkunku. Lacazette. Und alter Abstand wieder hergestellt, 4:1. Und in der 53. Spielminute erzielt Alexandre Lacazette das 4:1 und damit ist der alte Abstand wieder hergestellt. Aber das war auch ein schöner Schuss, so PP. Lassen wir mal noch so durchgehen. Kovalenko, nochmal Moraes, 4:2. Ja, so schnell geht's. Also, ich weiß, was los ist, aber im Moment ist der Torfestival in diesen drei Spielen. 6 Tore jetzt gegen Schachtar Donetsk, 6 Tore gegen Leverkusen, 7 Tore gegen Dortmund. Und da ist der Pass zu Pepe und da ist Gay und 5:2. Thank you.
Und in der 65. Spielminute erzielt Idris Sergei das 5:2. Und noch ein Tor, da haben wir in dieser Folge einen Rekord aufgestellt. Aber noch zwei Tore, dann haben wir den allgemeinen Rekord in dieser Karriere aufgestellt. Denn der Rekord war 8 Tore, das war ja, wo wir gegen Leverkusen 7:1 gewonnen haben. Vielleicht packen wir den jetzt auch nochmal. Lacazette. Gonzalo Guidetti, 6:2! Und in der 70. Spielminute erzielt Gonzalo Guidetti das 6:2. Und Jungs, man merkt schon, ne? Es ist der Wahnsinn. Und jetzt noch ein Tor, Jungs. Komm, wir schaffen in einer halben Stunde ungefähr noch ein Tor. Dann haben wir den Rekord eingestellt in dieser Karriere. Mit Guidetti. Nochmal mit Samaseku. Und es ist doch nochmal der Rekord. Nein! Oh, aber es ist doch nicht der Rekord. Aber 6:2 gewinnen wir gegen Schachtar Donetsk. Und damit ist erstmal hier das Torfestival, oder wir haben die meisten Tore bis jetzt geschossen in dieser Champions League Saison. Und das war stark. So, da sind wir dann mal. Gay hat heute 2 Tore gemacht, einen Sieg geholt. Er kommt mal zum Helden des Spiels. Insgesamt eine tolle Leistung, ja. Wie gesagt, man darf sich nicht auf Einzelheiten vorbereiten, deswegen Schachtar Donetsk. Ich würde sagen, nicht nachlassen. Ich weiß nicht, wie die in ihrer Liga spielen, aber okay, 6:2, ein überzeugender Sieg. Ich würde sagen, wir können noch mehr eigentlich. Also, wir waren gut, aber manchmal kann man noch ein bisschen mehr. Okay, Leute, dann würde ich sagen, simulieren wir noch zum Spiel gegen Bayern. Und da war es das erstmal. Wir sind jetzt mal an Dortmund rangekommen. Und Dortmund hat noch nicht gespielt. Köln ist wieder vor uns. Ja, wir können wieder rankommen. Müssen wir mal schauen. Hier sind noch keine Nachrichten mehr. Okay, Leute, würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Könnt ihr ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's für mich, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.